In diesem Video beschäftige ich mich mit dem Konto 2700 Kassa. Und zwar beginnen wir mit der Eröffnungsbuchung. Dann schauen wir uns zwei Geschäftsfälle an, ein Aufwand und ein Ertrag und schlussendlich der Abschluss gegen das SBK. Beginnen wir aber mit dem Anfangsbestand, der laut EBK 40.000 Euro beträgt. Der Buchungssatz dazu lautet 2700 Kassa an 9.800 EBK mit dem angegebenen Betrag von 40.000 Euro. Und diesen verbuchen wir gleich im Konto Kassa, beginnend mit dem Datum. Das Gegenkonto ist 9.800 EBK und wir verbuchen im Soll 40.000 Euro, da es sich ja um ein aktives Bestandskonto handelt und die werden immer im Soll eröffnet. Kommen wir nun zu den Geschäftsfällen. Beginnen wir mit der Buchung der Versicherungsprämie. Das ist ein Aufwand und zwar lautet hier der Buchungssatz 7.700 Versicherungsaufwand an 2.700 Kassa mit dem Betrag von 3.000 Euro. Auch das verbuchen wir. Wir sehen, Kassa steht hier im Haben und immer dort, wo das Konto steht, da schreiben wir auch den Betrag hin im Kassakonto selber. Datum ist der 15.03. Das Gegenkonto 7.700 Versicherungsaufwand und da es eben sich um einen Aufwand handelt, wird das Kassakonto kleiner. Deshalb müssen wir die 3.000 Euro im Haben verbuchen. Schauen wir uns den nächsten Geschäftsfall an. Und zwar haben wir hier die Tageslosung. Das ist nichts anderes als die Einnahmen oder die Warenverkäufe bar. Hier lautet der Buchungssatz 2.700 Kassa, weil das Kassakonto wird ja mehr bei Einnahmen, an 4.000 HW Erlöse plus Umsatzsteuer und zwar mit der Kontonummer 3.500. Die Beträge dazu lauten, für das Kassakonto habe ich einen Gesamtbetrag von 4.800 Euro. Dann für die HW Erlöse habe ich einen Betrag von 4.000 Euro. Und für die Umsatzsteuer habe ich einen Betrag von 800 Euro. Und auch hier kommen wir zur Verbuchung. Und zwar steht hier Kassa im Soll im Buchungssatz. Da es sich um einen Ertrag handelt, wird das Kassakonto größer. Deshalb verbuchen wir im Konto selbst. Auch hier wieder 15.03. Gegenkonten haben wir hier zwei und zwar HW Erlöse plus die Umsatzsteuer und der Betrag ist hier der Gesamtbetrag 4.800 Euro. Damit haben wir die zwei Geschäftsfälle verbucht. Was jetzt noch fehlt, ist der Abschluss des Kontos Kassa. Dafür bilden wir zuerst eine Summe der größeren Seite. Das ist hier die linke Seite. Das ergibt einen Gesamtbetrag von 44.800 Euro. Diesen Gesamtbetrag geben wir auch auf die rechte Seite, ebenfalls 44.800 Euro. Und das SBK, das wir am 31.03. ermitteln, hat das Gegenkonto 9.850 und das bilden wir aus der Differenz der Gesamtsumme und der vorgefundenen Summe. Wir ziehen von 44.800 Euro die 3.000 Euro ab und erhalten als Zwischensumme bzw. als Differenz 41.800 Euro. Und das geben wir vielleicht auch noch in einen Buchungssatz. Und zwar lautet hier der Buchungssatz 9.850 SBK an 2.700 K
Kassa mit der neu ermittelten Summe von 41.800 Euro. Das war ein kurzer Überblick über die Verbuchungen beim Kassakonto, beginnend mit der Eröffnungsbuchung im Soll. Dann haben wir zwei Geschäftsfälle, einen Aufwand im Haben, einen Ertrag im Soll und zum Schluss haben wir noch das SBK neu gebildet. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Bis bald hier wieder auf diesem Kanal.